Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit dir die V-Ausschnitt-Variante meines Summer Dress nähen und das ist auch so meine Lieblingsvariante. Die kann mit Ärmeln oder eben auch so wie hier ohne Ärmel genäht werden. Und wenn du dir das ganze Lookbook nochmal angucken möchtest, verlinke ich dir das hier oben. Ansonsten viel Spaß beim Video! Diese Zuschnitte brauchst du. Also einmal das hintere Rockteil, dann das vordere Rockteil, dann hier einmal das Rückenteil im Bruch zugeschnitten und dann geht es weiter mit den Einsätzen und zwar einmal mit dem vorderen Einsatz und den schneide ich mir immer doppelt zu. Also zweimal im Bruch, sodass du ihn wirklich zweimal hast. Und dann mit dem Einsatz für den Rücken, den auch nur einmal, so eben wie das Rückteil auch nur einmal zugeschnitten ist. Und dann geht es weiter mit den Vorderteilen und die nehme ich auch gern doppelt. Ganz einfach deshalb, weil es dann ein bisschen mehr Halt gibt und sich auch der BH nicht so schnell durchdrückt und ja, es mir einfach ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Und das eben dann viermal, das heißt zweimal gegengleich. Du solltest jetzt erstmal alle Abnäher nähen. Das heißt, jedes von den Vorderteilen hat ja einen Abnäher mit dran unten. Also die bitte in alle vier Vorderteile und auch auf jeden Fall die zwei Abnäher, die am Rückenteil dran sind. Das habe ich jetzt hier nicht gezeigt, ne? Aber wenn du hier beim Abnäher nähen schon mal dabei bist, dann am besten gleich alles in einem Rutsch machen, damit dir das nicht durchrutscht. Du hast ja vier Vorderteile, also immer zwei gegengleiche und auch zweimal den Einsatz von vorn. Und damit nähst du dir jetzt ein Innen- und ein Außenteil sozusagen. Ne? Einmal normal, einmal ein Futter. Und das eben jeweils folgendermaßen. Du nimmst dir den Einsatz und heftest hier die beiden Vorderteile ran. Das ist an der Ecke so ein bisschen tricky, weil das ja eine Wölbung hat. Also das ist genauso komisch, wie wenn man einen Ärmel einnäht, weil ja da die Wölbungen im Prinzip so ein bisschen gegeneinander laufen. Ne? Achte auch darauf, dass die Abnäher in die gleiche Richtung zeigen. Ich lasse diesen Abnäher-Schnippel da immer gerne nach außen hin klappen und dann, ja, dann sieht das nämlich auch gut aus zum Schluss. Und du kannst das entweder wirklich in Einzelschritten machen, also dass du jetzt die eine Seite schon mal annähst. Ich hefte mir immer beides. Das heißt, ich hefte mir jetzt hier auch die zweite Seite ran und nähe dann im Prinzip in einem Rutsch beides zusammen. Da kannst du dir auch überlegen, ob du das mit der normalen Maschine nähen möchtest. Oder eben mit der Overlock. Das ist wirklich so ein bisschen persönliche Präferenz, also wie du das am liebsten hast. Ansonsten nähst du einmal von außen hoch, lässt die Nadel oben drin stecken bei der normalen Maschine, direkt in der Spitze und nähst dann wieder runter an der anderen Seite. Die Ecke sollte hier oben so aussehen, ne? Also da durch die Spitze an dem Einsatz steht das da ein bisschen über am Stoff und da, wo quasi die Nadel nachher drin steckt, da treffen sich die beiden Oberteile. Ne? Genau. Und ich habe mich jetzt hier dabei entschieden, das Ganze so zu nähen, dass ich zwar beides schon angesteckt habe, aber eine Seite erstmal mit der Overlock angenäht habe, in einem Rutsch durch und im Prinzip jetzt erst die zweite Seite annähe. Du musst darauf achten, dass da oben an der Spitze, dass du da nicht das entgegengesetzte Vorderteil mit annähst. Ne? Also das ist da die Ecke, die oben wirklich schwierig ist. Denn da ist es gerne so, dass wenn du nicht darauf achtest, dass du das zweite Vorderteil, was jetzt schon dran ist, wegklappst, dann näht man es gerne mit an. Und das soll natürlich hier nicht der Fall sein. Ne? Genau. Also, das Ganze machst du einmal
mit dem Innenteil und einmal mit dem Außenteil. Du kannst das auch aus zwei verschiedenen Stoffen machen. Sie sollten dann nur ungefähr die gleiche Elastizität haben. Wenn du die beiden Einzelteile so zusammengesetzt hast, dann werden sie jetzt rechts aufeinander gelegt und dann entlang des Ausschnittes oben auch zusammengenäht. Und ich hefte mir das natürlich wieder alles ganz ordentlich und da würde ich dir auch empfehlen, lieber ein bisschen mehr zu heften als zu wenig. Wenn das ein sehr weicher Stoff ist und auch sehr elastisch ist an der Stelle, dann lohnt es sich hier so ein bisschen Nahtband aufzubügeln, denn dann hast du kein Risiko, dass das nachher ausleiert, ne? Und wenn das hier gut geheftet ist, dann einmal nach unten nähen mit der normalen Maschine, da unten die Nadel stecken lassen und dann einmal das Oberteil drehen und im Prinzip dann hoch wieder zur Schulter nähen. Genau. Also das ist eigentlich ganz einfach und sieht auch schön aus. Genau, danach, wenn alles zusammengenäht ist, dann klappst du es so rum, dass die rechten Seiten wieder außen sind. Wenn du möchtest, kannst du die Kante da auch nochmal absteppen. Muss aber nicht sein, finde ich, ne? Denn es wird nachher alles da entlang auch gut befestigt, dass das auch wirklich gut aussieht. Genau, jetzt mache ich das so, dass ich mir das Ganze immer noch mal sichere, also da die Nähte aufeinander lege und alles auch zusammenstecke und ja, auch darauf achte, dass eben der Stoff schön gerade liegt. Genau, denn nun geht es weiter mit dem Zusammensetzen von Vorder- und vom Rückenteil. Und das Rückenteil habe ich oben am Ausschnitt hinten erstmal versäubert und nach innen umgeklappt und dann die Nahtzugabe festgesteppt, dass das sauber ist. Du kannst natürlich auch das Rückteil doppelt nähen, aber dann wird halt das ganze Oberteil relativ dick für ein Summerdress, ne? Ich mache beim Vorderteil wirklich nur, weil ich eben ja, so Abdrücke reduzieren möchte und ja, mir einfach ein bisschen mehr Sicherheit schaffen möchte. Du kannst auch das Rückteil doppelt nähen, dann legst du es rechts auf rechts natürlich auch aufeinander, die zwei Teile, und nähst das eben oben am Halsausschnitt zusammen und klappst das dann auch so rum, dass die rechten Seiten außen sind und alles wieder so vor dir liegt, ne? Dann hättest du genauso eine saubere Kante wie jetzt bei dem Vorderteil. Muss aber nicht sein, ne? genau, jetzt wird alles ganz sauber zusammengesteckt oben und an den Schultern auch zusammengenäht. Ich nehme zum Zusammennähen auch immer die normale Maschine, denn mit der Overlock-Maschine ist mir dann einfach zum Schluss die Naht zu dick und ich finde auch hier kriegt man das mit der normalen Maschine richtig schön hin. Und bei Jersey oder Modal hast du ja auch den Vorteil, dass die Ecke da nicht ausfranst und wenn es ein bisschen dicker ist vom Stoff, dann kannst du auch super jetzt die Nahtzugabe nochmal rechts und links auseinanderklappen und sie ist eben wirklich dünn und trägt oben an der Schulter eben nicht auf, ne? Genau, jetzt geht es im Prinzip mit den Ärmel einsetzen weiter, wie man das dann nennen mag, ne? Also wenn du jetzt natürlich den Ärmel annähst, das ist so die einfachste Variante, dann ist der Ärmelausschnitt ja auch super versäubert. Du kannst aber das Ganze auch ohne Ärmel lassen. Da könnte man zum Beispiel jetzt eine Streifenversäuberung machen oder eben ein Bündchen annähen oder auch ein im Prinzip ein Jersey-Bündchen aus dem Stoff des Kleides. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich finde allerdings, dass gerade wenn der Ausschnitt so ein bisschen tiefer ist, finde ich es ganz schön, wenn die Arme bedeckt sind. Und deswegen habe ich hier die Flügelärmel-Variante genommen. Das ist im Prinzip von dem Ärmel im Schnittmuster so gekürzt, wie es angezeichnet ist, ne? Also die kurze Variante. So, hier ist mein kleiner Gaststar, der wollte gerne unbedingt mit ins Video. Deswegen habe ich den Teil mal drin gelassen, dann freut er sich. Wir nähen jetzt aber die Einsätze zusammen an, ne? Also, wichtig ist, dass jetzt hier die Abnäher drin sind. Das rutscht mir manchmal durch, also da gut drauf achten. Wenn man die nämlich jetzt erst reinnäht, dann wird das ganz schön fummelig, weil ja
schon oben alles zusammengenäht ist. Ne? Kann man das Schnittteil nicht so gut auflegen. Genau, jetzt wird der Einsatz, das ist jetzt das Rückenteil, rechts auf rechts draufgelegt und einfach festgenäht. Und vorne ist das Ganze ja schon dran. Ne? So sieht das aus. Wenn du möchtest, kannst du natürlich die Nahtzugabe nochmal umklappen und feststeppen. Ich lasse das aber ehrlich gesagt an der Stelle immer sein. Jetzt nimmst du das hintere Rockteil und legst es dort rechts auf rechts rauf und nähst alles zusammen. Das gleiche machst du jetzt natürlich auch beim Vorderteil, also auch da bitte den Rock rechts auf rechts annähen. Und dann sieht das Ganze nämlich schon mal so aus. Und bevor du jetzt die Seiten zusammennähst, sollte halt auf jeden Fall der Ärmeleinsatz, wie auch immer, da versäubert sein. Ne? Also entweder soll der Ärmel jetzt drin sein, so wie hier. Ich habe es mir diesmal auch einfach gemacht, weil der Stoff halt so richtig schön weich war und habe wirklich nur den Zentimeter nach innen umgeschlagen und das Ganze umgenäht, ohne Versäuberung, weil es dann ein bisschen dünner war. Oder eben, wenn du gar keinen Ärmel ranmachst, dann sollte da jetzt dann die Streifenversäuberung schön sauber sein oder ein Schrägband dran genäht sein. Also zumindest sollte es dort jetzt ordentlich aussehen. Jetzt nimmst du das Ganze, legst es rechts auf rechts aufeinander und nähst einfach die Seiten zusammen. Ich habe das in dem Fall wieder mit der Overlock gemacht und nehme eben nun wieder den Rest vom Faden und ziehe den immer zurück in die Naht. Ne? Erstmal kürzen und dann mit der Stopfnadel zurück in die Overlock-Naht ziehen, den Rest vom Faden. Und das eigentlich auch immer ja, schön, sauber, gesichert dann. Ganz zum Schluss versäuberst du jetzt noch den Rockabschluss unten und auch das kannst du wieder so machen, wie du möchtest. Also entweder die Saumzugabe nach innen einfach umklappen und festnähen oder versäubern und festnähen. Wenn du unten am Rockabschluss auch eine Streifenversäuberung machen möchtest, dann würde ich erst eine Seite zunähen. Und dann ist das Kleid ja an einer Seite noch offen. Dann kannst du unten den Rand mit einer Streifenversäuberung schön sauber abschließen. Und dann nähst du die zweite Seite vom Kleid zusammen. Genau. Das war's dann erstmal für heute. Morgen zeige ich dir dann, wie der geraffte Ausschnitt genäht wird. Und ja, bis dahin wünsche ich dir viel Spaß beim Gucken und beim Nähen. Und wir sehen uns morgen. Tschüss! Thank you.